Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboards mit mir Zurech und einem kurzen Video zu Heroes of the Storm. Und zwar ist jetzt nach einer etwas längeren Wartungsarbeit der neue Patch erschienen. Das Spiel befindet sich übrigens immer noch in einer Alpha-Phase. Ich weiß nicht sicher, ob jetzt neue Keys rausgesendet worden sind. Blizzard hatte aber gemeint, dass das schon passiert oder dass das passieren sollte eigentlich. Vielleicht ist es schon passiert, vielleicht passiert es in den nächsten Tagen. Also bevor ihr da in die Kommentare was schreibt, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, die wollten wieder mal neue Leute einladen. So, was ist denn jetzt hier übrigens passiert? Nicht so viel, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich, weil das irgendwas eher internes. Ist wie gesagt immerhin in einer Alpha. So vom Spiel her hat sich eigentlich nicht groß was geändert. Die haben einen kompletten Reset gemacht. Das heißt, ich bin Level 1 und kann gar nichts, wie man hier sieht. Und muss mir erstmal wieder alles freispielen. Was ich ziemlich blöd finde, ist, dass man 0 Gold hat, obwohl man ja schon recht viel gemacht hat. Und dafür, dass wir da in einer Alpha sind, wäre schon cool, wenn man ein bisschen mehr hätte, damit man sich vielleicht hier mal einen Helden direkt kaufen könnte, den man schon mal spielen möchte. Aber nein, gibt es nicht. Dann gibt es jetzt übrigens eine Anbindung der Freundesliste an den Battle.net-Klienten. Das heißt, ich kann jetzt hier auch meine Freunde sehen, die gerade in WoW, in StarCraft etc. sind. Dann hat sich noch geändert. Ja, gut, es sind erstmal zwei neue Helden dazugekommen, Asmodan und Anubarak, die ich jetzt ja nicht vorstellen kann. Doch, ich glaube, ich kann die sogar vorstellen. Aber das mache ich dann in einem extra Video. Ich kann ja in so einem kleinen Tutorial-Video euch zeigen, wenn auch nicht in-game, wirklich im richtigen Gameplay. Denn dafür muss ich die erstens entweder kaufen oder die sind Free-to-Play, sind sie aber nicht im Moment. Und ich glaube ehrlich gesagt, sonst hat sich da nicht viel getan. Man kann jetzt doch, das geht, man kann jetzt Custom Games erstellen, Choose a Map. Dann kann ich jetzt hier auch noch eine Map auswählen, Confirm. Und ja, jetzt kann ich mir hier wirklich ein 5 gegen 5 machen und Observer und Bots und so. Also da haben sie auf jeden Fall hier zumindest was dran getan. Hier ist Anubarak. Hier ist Asmodan. Und ja, das kostet natürlich unendlich viel, sich die jetzt hier zu unlocken. Die neuesten Helden kosten immer 15.000. Naja, ist alles ein bisschen so doof. Auf jeden Fall ist sonst, glaube ich, nicht groß was passiert. Falls ich noch irgendwas entdecke, dann werde ich es euch auf jeden Fall in den Gameplay-Videos zeigen, die dann wieder bald kommen werden. Das sollte einfach nur ein kurzes Infovideo sein, dass bei Heroes of the Storm wieder etwas passiert ist. Schreibt gerne was in die Kommentare, falls euch etwas auf dem Herzen liegt. Ich höre es euch und ich höre es mir an. Und ja, bis dann einfach. Ciao, ciao.